Mir geht's nicht wirklich gut in diesen Zeiten. Wir müssen offensichtlich vorbereiten, für unsere Rechte wieder einmal streiten. Die Menschenrechte, die sind in Gefahr. Corona, 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 uns gruselt, weil langsam wird's klar. Corona, 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 der Rechtsstaat, der ist in Gefahr. Wir sehen neu gestalten die Trennung der Gewalten. Die kann nicht länger halten, so spricht Sebastian Kurz. Wir sehen neu gestalten die Trennung der Gewalten. Die kann nicht länger halten, so spricht Sebastian Kurz. Ich singe dieses Lied schon ein paar Tage und immer wieder krieg ich die Kritik. Und immer wieder kommt die gleiche Frage: Was glaubst du, dass es diesen Virus gibt? So muss ich halt offen erklären: Ich glaube nicht an die Scheibengestalt der Erde und ich muss auch beschwören, dass mich kein Verschwörer bezahlt. Bin keiner der Idioten, die ignorieren die Toten, die ohne Ahnung brüllen, den Virus gibt es nicht. Doch will ich diskutieren, ganz abseits dieser Viren, was könnte noch passieren mit der Demokratie? In unserem Land gab's vor Corona-Zeiten schon eine tiefe soziale Kluft. Den Lebensunterhalt zurzeit bestreiten so mancher ganz verzweifelt Hilfe sucht. Die Künstler, na klar, die Künstlerinnen vorm AMS schnauen sich die Reihen. Ganz schlimm trifft's die Ausländerinnen und die Frauen, Kind ganz allein. Und der Kurz, der schnallt's nicht und man hört ihn reden: Liebe Österreicher und Innern, das ist klar. Doch da gibt's die anderen, die du nicht erwähnst, außer wenn du wieder einmal drohst mit der Ausländergefahr. Wir sind's gewohnt und suchen unverdrossen wieder einmal unsere Genossen, die Linken und vielleicht sogar die Grünen. Jedoch Geschreckte tun sich da nicht leicht. Die Grünen, die Grünen, die Grünen, die sind heute nicht Fleisch und nicht Fisch. Wir hören schon viele laut stöhnen. Haut doch jetzt endlich auf den Tisch. Gebt euch keine Blößen bei Menschenrechtsverstößen. Habt ihr denn schon vergessen das Grundrecht auf Asyl? Gebt euch keine Blößen bei Menschenrechtsverstößen. Habt ihr denn schon vergessen das Grundrecht auf Asyl? Wir leben in sehr interessanten Zeiten und müssen uns sehr gründlich vorbereiten. Für unsere Zukunft gilt es zu erstreiten, was wir aus dieser Krise haben gelernt. Drum bleiben wir ruhig und gelassen, doch aufmerksam ganz sicher auch. Wie geht's heute in verschiedenen Klassen der Kontrolle von dem Gebrauch dieser Hilfetöpfe? Das muss interessieren, wer wie schnell bedacht wird und wer rausgeht. Wir müssen kontrollieren, nein, nicht nur die Viren, auf uns allen schauen und wie es uns allen geht. Hallo.